Was hat Justin Bieber oder Miley Cyrus mit meinem Tattoo zu tun? Echt jetzt? Nee. Janina geht jetzt zum Tätowierer. Bis gleich. Super Laden, kann ich nur empfehlen. Ja, und das hier auch, David Bowie. So, geschafft. Und ich habe jetzt Schmerzen. Jetzt erstmal nach Hause und dann melde ich mich gleich nochmal bei euch. Ja, endlich bin ich zu Hause. Die Frage aller Fragen ist jetzt, Janina, was hast du dir tätowieren lassen? Ich habe mir Justin Bieber tätowieren lassen, um einfach auszudrücken, meine große Liebe zu Justin Bieber. Hier, Justin Bieber. Okay, Moment, ich muss mal kurz den Bauch einziehen, so. Natürlich habe ich mir nicht Justin Bieber eintätowiert. Just breathe. Also dieses Tattoo, was ich habe, hat auch Miley Cyrus. Sie hat es aber unter ihrer Brust. Wenn ich es unter meiner Brust hätte, würde man es erstmal gar nicht sehen. Dann müsste ich erstmal meine ganze Brust so hochklappen. So, ah, hier ist mein Tattoo. Deswegen die beste Stelle einfach an der Seite. Wir kennen das. Immer diese Hängetitten. Die Bedeutung dieses Tattoo ist, ich wollte dieses Tattoo nicht haben, weil Miley Cyrus dieses Tattoo auch hat. Sondern dieses Tattoo soll mich einfach an eine Zeit erinnern, wo es mir nicht so besonders gut ging. Ich wurde damals ziemlich stark gemobbt in der Schule. Vom jeden Tag aufs Neue, und das war eine sehr schwierige Zeit für mich. Und dieses Tattoo soll einfach symbolisieren für mich, egal wie scheiße es dir geht, atme einfach durch, es wird halt besser. Zu den Schmerzen, also es ist ja jetzt mein drittes Tattoo, was meinen Körper ziert. Es hat wehgetan, aber es war nicht so krass wie beim ersten Mal. Ich habe aber wieder ziemlich krass geschwitzt an den Händen. Wenn ich tätowiert werde, schwitze ich immer wie so ein triefendes Schwein. Und ich habe schon den nächsten Tattoo-Termin geklärt. Da werde ich euch auch wieder mitnehmen. Haha. Ja, bin ich fett geworden. Hier so fett. Muss ich mal wieder hier abnehmen hier hinten. Und übrigens jetzt alle, die sagen, warum ist denn der so rot? Das ist übrigens mein Blut. Also ich habe nichts irgendwie rot schattieren lassen. Also ich finde es an der Seite total sexy. Dann habe ich noch einen kleinen Tipp für euch. Ich benutze diese Salbe von Lichtenstein. No product placement. Leider. Hier sind 40 Gramm drin für 3,27 Euro. Ich bin echt zufrieden mit dieser Salbe und ihr müsst euch nicht irgendeinen überteuerten Scheiß anbrennen lassen. Jetzt wollte ich euch noch fragen, seid ihr tätowiert oder habt ihr euch vor, demnächst zu tätowieren? Das war's von meinem Video, ihr süßen, kleinen, süßen Honeymoons, und bis nächstes Mal. Tschüss.